rechte Hälfte und die 5 liegt in der linken. Das ist also ziemlich viele Fee erforderlich, um jetzt die Position auf die 5 zu schaffen. Er hat es geschafft. Bande, Bande, Bernhard spielt wieder über zwei Banden Position hier. Meine Güte, das war ein wirklicher Leichtsinnsfehler. Ich könnte fast von einem kleinen Schwächeanfall reden hier bei Bernhard Kuckertz. Wahrscheinlich hat er gedacht, ist eh alles schon sicher, mein Gott. Dann wollen wir auch noch das 4-4 sehen. Simone Künzel. Es war alles ein bisschen weit auseinander, alles weite Strecken, so 6, 7, 8, 9, 10. Aber relativ gut machbar. Aber durch die langen Strecken noch genug Potenzial, um Fehler einzubauen. War jetzt hier schon ziemlich viel Druck nötig, zur 7 zu kommen. Und offensichtlich hat sie gar nicht mal den Winkel gehabt, den sie gebraucht hätte, um überhaupt... Ich weiß nicht, kann ich nicht sagen, wie viel Winkel sie hatte. Ob der Druck möglich gewesen wäre, bis runter zur 7. Keine Ahnung. Das kann man wirklich nur sehen, wenn man direkt vor dem Ball steht. Wow. Wow. Wow, was für ein klasse Ball von Simone. Da zieht es mir ja richtig die Schuhe aus hier bei diesem Vortrag. Muss ich ja sagen. Amerika, würde man sagen, it knocks my socks off hier. Dieser Stoß hier von Simone Künzler. Den nächsten ebenfalls dünnen Ball leider verschossen. Und es sieht so aus, wie wenn dieses Match nur noch 3 Kugeln lang dauern wird. Doppelcross hier zur 9. Nicht zu viel Winkel für die 9. Dass man hier noch Ärger mit der Mitteltasche bekommt. Hier Matchball für Bernhard Kuckertz, der damit schon mit den Zehnern davor den Shootout eingeflogen ist, sozusagen. 5:3 Führung, 5:3 gewinnt Bernhard Kuckertz über Simone Künzel. Und ich bin gespannt, was jetzt kommt mit dem Shootout. Ich lasse mich mal überraschen. Vorher lasse ich mich natürlich beraten und lasse mir die frischesten Informationen von der Turnierleitung geben, wie das genau funktioniert, damit ich es euch dann auch entsprechend erklären kann. Bis später dann.